was geht bei euch, Leute? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Mir geht es leider nicht so gut, denn ich habe das Gefühl, ich werde so langsam krank, denn das Wetter draußen spielt so, wie es will, genauso wie der April es machen soll. Trotz allem, teilt das mit euren Freunden und Familien, denn die Aufrufe müssen mal wieder nach oben gehen. Wir starten noch rein. Let's go! Sie Ihre beste Freundin für 100.000 Euro schlagen? Nein, spinnen Sie. Safe! Oh Gott, nee, ich könnte dir gar nicht wehtun. Also sorry, geht gar nicht. Nee, da sind wir raus. Würden Sie Ihre beste Freundin für 5 Euro schlagen? Bruder, es tut mir leid, wir machen 2,50, 2,50. War doch Freundin, oder? Jetzt auf einmal Bruder. Dich okay? Das ist mit Abstand der einfachste Job der Welt. Der Typ sitzt dort einfach nur rum und hält dieses Seil fest. Aber schau dir an, was er unglaublich Schwieriges machen muss, wenn dieser Bus dort durchfahren will. Du wirst es nicht glauben, aber er muss jetzt das Seil senken, damit der Bus ohne Probleme durchfahren kann. Und wenn er durchgefahren ist, muss er das Seil natürlich wieder anheben. Was glaubst du aber, wie lange dauert die Ausbildung? Wie lange dauert die Ausbildung? Wäre das in Deutschland? 3,5 Jahre. Aber dadurch, dass das nicht in Deutschland ist, also die Schiller sind nicht deutsch da hinten und alles, gehe ich davon aus, du wirst da hingehockt und zieh, lass los und schwuppdiwupp. Hoffentlich schaffst du es. Ein Bild von sich und dem Verprügelten bei Insta posten, dabei seine Dienstmarke verlieren, aus Versehen in einen Eimer Farbe treten und Fußspuren zurück bis zu seiner Wache hinterlassen. Hallo, grüß dich. Und da dann sämtliche Kollegen verhauen. Okay. Das ist übertrieben. So, Freundchen, das wird jetzt teuer. Fahrzeugschein und Ausweispapiere, sofort. Natürlich. Warum wird das teuer? Hat er was angestellt? Ich. Hier. Ich glaube, die Polizei darf die Bargeld annehmen? Oder muss man das alles überweisen? Ich bin mir ja nicht sicher. Aber perfekt, perfekt gemacht, Eggie. Das mache ich auch mal. Das Schlimme ist, ich habe halt nie Bargeld dabei. Gute Fahrt. Vielen Dank, Herr Wachmeister. Darf er so? Okay, Leute, wir spielen jetzt 2 Wahrheiten, eine Lüge. Wir sagen 3 Dinge und davon ist nur eine Lüge. Okay. Hey, gute Idee. Ich fange an. Jonas. Yes, sir. Mein Lieblingsessen. Schreibt mal eine Wahrheit in die Kommentare und wir müssen erraten, ob die echt ist oder nicht. Business-Pizza. Ich hasse Game of Thrones und ich hasse Fortnite. Das mit Fortnite ist eine Lüge. Okay, Leute, wir spielen. Bro, das war doch nicht mal das ganze Video. Was ist denn das hier unten eigentlich? Das ist ein Ball? Was, wenn man bei so einem Reiniger vorne das Fenster aufmacht, dann kommt da kein Schaum mehr raus, sondern ganz normales Spray? Willkommen bei... Wenn das wirklich unsere Jugend ist, wenn das jetzt kein Spaß ist, Bro, dann sind wir verloren. Wir sind verloren. Ich will nicht 50 oder 60 Jahre alt sein und du bist jemand, der wo im Bundestag hockt und entscheidet, was abgeht. Oh my God! Ihr mal kennt die Zuckerpuppe probiert, Part 170. Ich hoffe, das ist ein Scherz. Die Reiniger habe ich in der Küche, deswegen laufen wir jetzt erstmal in die Küche. Walk, walk, walk. Ich habe alle meine Reiniger hier unten unter die Spüle gestopft, weil ich einfach sonst keinen Platz habe. Und hier haben wir auch schon einen. Also wenn man den sprüht, dann soll jetzt als erstes hier so Schaum rauskommen. Hä? Okay, Leute, ich glaube, ich habe einen falschen, weil das man kann das hier genau, nicht mehr abmachen. Ich habe noch mehrere. Ich habe jetzt hier so ein Glasreiniger. Das ist wenn Glasreiniger. Man den sprüht, dann kommt hier so ein ganz... Für was ist eigentlich das Fenster, Dingsbums? Kein Plan. Aber ich weiß, dass eins ist Schaum und eins ist... Einfach ein Spray, was auch immer, keine Ahnung, wie man es nennt, aber für was ist es eigentlich? Da Schaum raus und jetzt soll hier vorne so eine Kappe sein und oh mein Gott. Leute, es sieht so aus, als wäre hier vorne wirklich eine Kappe. Ne! Leute, ey, wenn das jetzt anders sprüht, das kann nicht sein. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch nicht wusstet, dass es hier vorne eine Kappe gibt oder bin ich einfach blöd? Wow. Genau wie du es jetzt sagst, ich habe gerade Stopp gemacht. Du bist einfach blöd. Wir probieren das aus. Okay, wenn ich jetzt sprühe, dann soll das hier so sein wie da und nicht so ein Schaum kommen und... Was? Wir sind verloren. Dümmste Lifehacks. Crocs mit Knöpfen und McDonald's-Soße drauf. Unterwegs snacken. Bro, wir sind nicht nur... Die Jugend ist nicht nur kaputt, sondern wir gehen auch auseinander. Die Klamotten werden immer größer. Es gibt keine S mehr bald, keine M mehr, nur noch XL und XXXXL. Lifehack. Wer macht bitte auf seine Crocs süß-sauer Soße? Da sind deine stinkigen Füße drin.
Weltrekord für Sinnlosigkeit. Nach einem Straßenausflug könnten die Soßen nach Schmutz schmecken. Damen, wenn Sie keinen USB-Stick tragen möchten, können Sie sich einen USB-Maniküre machen. Wahrheit. Hand am PC, oh Dummheitsgrad überwältigend. Kein Geld für Fitnessstudio? Einfach Öl und Wasser hinzufügen, voilà. Okay, das Laufband ist... Das ist nicht so doof, bloß... Wo er es macht, ist ziemlich doof, denn du kannst dich nicht festhalten, falls du wirklich ausrutschst. Du fliegst mit deinem Gesicht auf die Kante oder aufs Board und schakalaka bang bang, erstmal Krankenhaus. Aber gar nicht mal so verkehrt. Ist bereit, aber die Frau dieses Mannes war nicht glücklich über die Erfindung. Nokia ist unzerstörbar, doch dieser Kerl hat daraus einen echten Hammer gemacht. Man kann sogar Nägel einschlagen. Dieser Lifehack verdient einen Darwin-Preis. Nehmen Sie während des Serienmarathons eine Snackpause einfach den Toilettensitz ab. Dümmste Ich fühle mich jetzt dümmer. Amazon Sommerhacks. Das hier ist eine 3-in-1 Mini-Sauna. Es stellt sich auf wie ein Toilettenzelt. Man schließt es an, lässt es 5 Minuten... Hat der gerade Sojasauce da reingekippt? ...Minuten vorwärmen und man hat tatsächlich viel Platz. Zum Vergleich, ich bin knappe 2 Meter. Nach einer Viertelstunde erreicht er 140 Grad und brachte mich ordentlich zum Schwitzen. Der Link dazu ist auf meinem... Ich weiß ja nicht, soll ich mir sowas holen oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare, ihr dürft mal entscheiden, sollten wir mal sowas holen, das austesten? Ich weiß ja nicht. Alex, kennst du das, wenn man immer nur an Essen denkt? Oh, ein Hündchen! Ich weiß nicht, was du meinst. Gestern hatte ich noch einen fetten Döner und heute habe ich schon wieder so Hunger. Das war gestern, Digga. Das war gestern. Du hast gepennt. Du hast verdaut. Du hast geschissen. Dein Körper braucht Essen, Nährstoffe. Die ist einfach Gurke. Ich weiß nicht, was du meinst. Und Karotte. Ich kann nur an Essen denken. Dabei wollte ich doch abnehmen. Ich weiß nicht, was du meinst. Alex. Damn. Stroh? Schmeckt das? Oh Mann, seht ihr das? Da hängt ein Molch in der Pumpe drin. Lebt der noch? Schnell die Pumpe ausmachen. Der ist da drin fest. Der Molch, der lebt noch. Oh, aber nicht rausziehen, nicht rausziehen! Die Beine hängen da fest. Du musst aufbohren. Oh nee, Digga. Bitte save den Molch. Guck mal, wie süß der ist. Roter Unterkörper und schwarz oben. Wir sind gefühlt Brüder. Bisschen Wasser erstmal wieder drauf, dass er nicht austrocknet. Das ist, wenn du rückwärts reingehst. Ich krieg's nicht auf, Bruder. Mach's doch auf! So Marsch. Nimm die Pumpe nicht auf. Willenskraft. Fitnessstudio regelt, Bro. Oh Mann. Ich will den jetzt da rausschneiden. Bitte halt. Ja, hier. Schneid den raus. Oh ja, vielleicht. Also nicht deine Arme noch rein. Den Molch? Ja. Ein oh, Stück rausschneiden. Du musst da reinrutschen. Was ist das für eine Scheiße? Oh, ich könnte weinen gerade. Hoffentlich sterbt er nicht, Bro. Diese Pumpe so. Oh ja. Er ist drin. Er ist zumindest schon mal aus dem Loch raus. Er lebt ja noch. Aber Digga, der ist bestimmt kaputt. Pumpe. So wie du. Der ist völlig oben im Kopf unten. Ach, Digga, du hast kaputt gemacht. Nicht aufmachen. Hol mir jetzt ein Stemmeisen. Oh Mann. Boah, hat er den gesaved? Ich weiß ja nicht. Hoffentlich. Das war einer von meinen Brüder. Wenn du deinen Boss durch einen Glitch besiegst. Hey! Komm wieder rauf! Nein, noch ein Schlag und ich bin Game Over! Du kannst da nicht stehen! Wieso nicht? Du bist außerhalb des Kampfgebietes! Aber ich konnte hier hinspringen! Du kannst mich doch von da aus gar nicht treffen! Du mich auch nicht! Ja, und jetzt? Ach, verdammt, ich hätte wenigstens ein bisschen auf Bogenschießen skillen sollen! Komm jetzt wieder rauf und kämpfe wie ein wahrer Held! Nö, ich schieß weiter mit meinem Bogen! Mensch, jetzt hör auf, verdammt! Ich mache Schaden! Du machst überhaupt keinen Schaden! Doch! Was ist denn das? Was gucke ich denn da gerade? Ich bin jetzt gespannt, was das Ende bringt. Deine Lebensanzeige geht ganz leicht runter. Das tut aber überhaupt nicht weh. Mensch, jetzt hör auf. Das kitzelt. 3 Stunden später. Bitte. Hör bitte endlich auf. Ja! Was ist denn jetzt los? Nein! 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 Hättest nicht in den Glitch reingehen sollen. Jetzt wurdest du gebannt. Mein Kumpel ist schon FC Bayern-Fan, seitdem er ein kleines Kind ist. War aber noch nie live bei einem Spiel dabei. Und Ich bin auch Bayern-Fan. War aber noch nie live beim Spiel dabei. Kein Geld.
Ratet mal, wer zwei Tickets hat. Wir fahren zum Champions League-Finale. Nein! Von Arne Bayern gegen Arsenal. Nein! Doch. Hä, wie cool! For real, jetzt? Okay. Sven, stell dir mal vor, Bayern hätte verloren. Ich konnte es kaum glauben, aber wir sind am nächsten Tag wirklich nach München gefahren. Und nach 100 Jahren im Auto sind wir dann auch endlich im Hotel angekommen. Yeah. Dann aber auch direkt zum Stadion. Der Mann hat sich schon so unfassbar gefreut. Allianz Arena! Das glaubst du mir nicht. Nochmal 10 Jahre anstehen und dann waren wir endlich drin. Und dann für Sven das... Ist das so schlimm? 10 Jahre anstehen? Tschüss! Micha, 20 Jahre, 10 Jahre älter. Fast 50. Allererste Mal diese gigantische Arena von innen sehen. Zwischendurch noch kurz jubeln. Jubel! Und dann hat direkt auch schon das Spiel angefangen. Und es war einfach nur ein absoluter Gänsehautmoment. Das sah einfach nur unfassbar crazy aus, was sie da für eine Show gemacht haben. Und die Atmosphäre war absolut eine 10 von 10. Aber du bist zu weit weg. Du bist ab diesem Punkt zu weit weg, oder? Wenn du zu nah da, wenn du zu unten bei. Da siehst du das Ganze, doch, du siehst, glaube ich, alles, oder? Aber hier unten zu hocken, wo die Spieler sind, alles. Wäre schon krass. Der Mann konnte nicht aufhören zu grinsen. Dann stand es die ganze Zeit 0-0. Aber dann endlich ein Tor für Bayern. Wir sind komplett ausgerastet und haben uns so sehr gefreut. Kurz danach war das Spiel auch schon vorbei. Und Bayern ist einfach jetzt im Halbfinale der Champions League. Like, wenn ich das, wenn auch nochmal mit Tickets überraschen soll. Wir hocken aber da drüben und ich... Alles gut. WWW Bayern. Das war echt ein 10 von 10 Abend. Folgt für mehr. Mein Gott. Die Erde wird jeden Augenblick von einem Meteoriten erfasst. Und wir wissen nicht, warum unser Abwehrsystem nicht funktioniert. Okay. WLAN? Genau. WLAN. Schalt das WLAN ein. Chef, wir können die herabfallenden Einzelteile nicht erfassen. Blut. Oh. Genau. Hä? Bluetooth. Schalt den Quantenkondensator auf Bluetooth. Du hast uns gerettet. Wer bist du überhaupt? Ich bin Ibo Problemlos, aber meine Freunde nennen mich auch Ibo Problemlos. Du musst als Präsident kandidieren. Ibo, kann ich bitte deine Socken kaufen? Ibo, wenn sie Präsident werden... Alter, sind wir verloren, Digga. Wenn Ibo Profen... Ja, dann werden wir alle Kopfweh haben. Wie wollen sie den Klimawandel stoppen? Wir schmieren Sonnencreme auf die Erde. Atemberaubend. Ich hoffe, mein Sohn wird ein Ibo. Ibo, was kann man gegen den Anzeigenhauptmeister machen? Keine Fragen mehr. Ibo, wollen Sie aber noch eine wichtige Botschaft an die Menschen da draußen senden, die vielleicht Hoffnung brauchen? Du brauchst keinen Fallschirm zum Skydiven. Sondern? Du brauchst einen Fallschirm, um zweimal zu skydiven. Sensationell. Ich hab Gehirnzellen gerade verloren.